So, dann mal weiter jetzt. Zum nächsten Test gehören Entmutigungs-Umlenkungswürfel. Ich hatte sie gerade vor deiner, Episode fertiggestellt. Erfreuen wir uns beide an ihrer Funktionsweise. Einer müsste in der Ecke sein. Ja. Was war das? Das war das, das war das, das war das. Komm mal her. So, mit denen kann man jetzt diese Laser hier um... Nein! Umlenken. Da rein hätte ich den gerne. So, perfekt. Genau so will ich das haben. Und jetzt brauche ich noch einen. Ah, ja, genau. Hä? Dann komm mal her. Gut gemacht. Hier so. Ist dein Ergebnis. Du ja. bist ein schrecklicher Mensch. Ja, das steht hier. Schrecklicher Mensch. Und das testen wir nicht einmal. Meine Güte, Alter. Kann die nicht mal ihre Klappe halten? Ich glaube, Takt. Okay. Next Level. Mal schauen, wie lange dieses Kapitel Lass dich durch diese schreckliche geht. Geschichte nicht entmutigen. Es sind doch nur Daten. Falls dich das freut. Es ist nun wissenschaftlich bewiesen, dass deine Mutter dich auf einer Türschwelle ausgesetzt hat. Und das vom Salat der Bizeps schrumpft. Also... Lol. Okay, dann überlegen wir mal. Also. Kann ich den von da oben da irgendwie runterholen? Jawohl, kann ich sogar geil. Okay. Ich gehe mal davon aus, dass ich den irgendwie. Ja, irgendwie da nach oben verfrachten muss, ne? Irgendwie. Ach, ich kann da doch einfach hin, ich Vollidiot, Alter. Jawohl. So, wo muss, da muss das Licht hin. Number one, da ist der zweite und das muss wo rein? Da, also muss da ein Portal hin, da. Gratuliere, nicht zum Test. Die meisten jawohl. Menschen sind unterernährt, wenn sie aus dem Hyperschlaf erwachen. Du aber hast aller Wahrscheinlichkeit zum Trotz noch ein paar Pfund zugelegt. Hä, ist das aktiviert oder nicht? Warum ist das nicht mehr aktiviert, Junge? Jetzt aber. So. Wahrscheinlich hätte ich mich einfach nur irgendwie nochmal falsch geklickt oder so, keine Ahnung. Ich weiß es doch nicht, mein junger Mensch. So, jetzt bin ich auch mal gespannt. Ich bin die ganze Zeit gespannt, also. Was ist diese Fotze, ey. Was die da wieder veranstaltet hat, Mann. Moment. Du gehst schneller durch die Testkammern, als ich sie bauen kann. Schalte ruhig einen Gang runter und tu, was du so tust, wenn du nicht gerade die Anlage zerstörst. Oh, Alter. So. Da mal die Lage checken. Der Laser muss da rein. Dann fährt so ein Ding darum. Fährt das auch hier hin, bitte? Das wäre super geil. Nein, fährt es nicht. Scheiße. Okay. Fährt das Ding da schon mal rum? Kann ich nicht das so auf den Knopf drücken? Dann
Das da wieder hinsetzen. Ah, es ist hier ein Würfel. Jawohl. Und zack. Oh nö, muss ich wieder rüberspringen, ne? Oder ich mach einfach so. Eins muss man dir lassen, du hörst mir wirklich zu. Aber ja, damit das klar ist, du musst nicht so langsam gehen. Hä? Nicht so langsam? Hat sie nicht gerade noch gesagt, dass ich zu schnell bin, dass ich schneller bin, als sie die Testkammern bauen kann? Na egal. Aber das sind ja jetzt 10 Level, wahrscheinlich sind dann nachher so 15, weil sie welche nachgebaut hat. LOL. Oberroffel. So. Testkammer Nummer. Wo steht das? Nirgendwo. Ich weiß es nicht. Alter, warte. Da. 5. LOL. Dieser Test umfasst die Aperture Science Katapult Plattform. Man wollte damit herausfinden, wie Testsubjekte Probleme lösen können, während sie ins All katapultiert werden. Das Ergebnis lautete gar nicht. Also ja, ja. Ah. Mitkommen. Jawohl. Das war jetzt noch relativ einfach. Was ist das denn jetzt für eine geile Musik, jo? Zack. Du atmest übrigens keine echte Luft. Es wäre viel zu teuer, sie hierher zu befördern. Oh. Wir nehmen nur das CO2 aus dem Raum, frischen es ein wenig auf und pumpen es zurück. Du atmest also für den Rest deines Lebens dieselbe Luft. Interessante Geschichte, oder? Der absolute Wahnsinn. Da habe ich jetzt doch mal ein Schlückchen getrunken, meine Freunde. Was? Wo sind wir denn, dass wir hier keinen Sauerstoff haben, ey? Sind wir am Arsch der Welt, oder was? Test? Oh, Katapultplattformen. Ach, wer hätte das denn nur gedacht, du? Na dann, viel Spaß beim Sorglosen durch die Luft segeln. Jo, danke. Ich muss jetzt in den ehemaligen Glasflügel und 15 Hektar Glasscherben aufsammeln. So. Hier fällt wieder alles überhaupt von den Wänden. Also, da oben können noch ein... Jawohl, da oben können ein Portal hin. Ach, muss aber, glaube ich, gar nicht, ne? Ne, muss auch nicht. Zack. Zack. Okay. Einmal zerstören, bitte. Danke. Da hätte ich aber auch früher drauf kommen können. Okay. Das ist ja... Eigentlich hätte ich mich gar nicht zerstören müssen. Was gibt es im nächsten Vollidiot, Test? Ey. Oh, Katapultplattformen. Ja, ja. Na dann, viel Spaß beim Sorglosen durch die Luft segeln. Ich muss jetzt in den ehemaligen Glasflügel und 15 Hektar Glasscherben aufsammeln. Ganz alleine. Ja, irgendwie tust du mir gar nicht leid, du. Also, Nummer 1 und Nummer 2. Jawohl. Miau. Und puh. Lol. So. Da kommt. Entschuldige, ich reinige gerade noch die Testkammern. Manchmal findest du dort noch Müll, nutzlosen, stinkenden Abfall. Meide möglichst den Müll, der auf dich zurast. Hallo, das sind so Kugeln. Komm her. Ich brauch so eine Kugel, Alter. Du aber nach Radio. Müll testen. Es ist nur Müll. Drück den Knopf nochmal. Die Kugel kann ich schon mal gebrauchen, glaube ich, ne? Stopp. Bleib hier. Ich glaube, die muss irgendwie da unten hin. Naja. Halt. Warum? Okay, normal drücken, hat sie gesagt. Da ist ein Würfel! Jawohl! Ja, okay. Naja. Dann komm her zu Papa hier. Mitten in die Arme. Und zack. Das Radio ist hier immer noch. Yeah! Geil! Stuhl.
Müll entsorgen hier, das Radio ist cool. Yeah, das will ich mitnehmen. Radio, komm. Nein, es ist kaputt gegangen. Ja, und jetzt bin ich hier runtergesprungen. Und jetzt? Ja, hat nichts gebracht. Okidoki. Dann wieder zurück. Na, was muss ich denn jetzt machen? Ich muss den Würfel da irgendwie da hinten. Na, oh. Irgendwie da hinten hin transportieren, ne? Ja. Und wie geht das? Ist da wieder so ein Katapult oder irgendwie was? Hier Phase. Oh, bin ich behindert, Alter. Leute, aber ich glaube, ich habe es gerade gesehen, wie man das macht, ja. Achso, ja, sehr gut. Dann komm noch mal her, mein lieber Würfel. Astral ist auch wieder da, yeah! Wo ist die Musik? Die Musik ist weg. Bock. Wo ist die Musik, Junge? Egal. Ja. Falsch. So denke ich mal, geht das wieder da rüber. Nein! Oh, da lang. Da rein, dann da raus. Knapp daneben. Okay. Nochmal. Das ist ja. So, komm, Gummi jetzt. Und. Pock. Und. Jetzt aber. Jawohl. 1A. Erinnerst du dich, als ich vorhin von dem stinkenden, nutzlosen Müll sprach? Das war eine Metapher. In Wirklichkeit meinte ich dich. Und es tut mir leid. Du hast nicht reagiert und ich dachte schon, du hättest es nicht verstanden, was diese Entschuldigung wiederum unsinnig machen würde. Warum muss ich dich jetzt noch einmal Müll nennen? Was ihr für Scheiße labert, Alter. Ich glaube, takt. Mal ehrlich. Ich habe eine WhatsApp-Nachricht. Mein Handy blinkt blau. Ich muss es umdrehen, damit ich von diesem Blinken nicht wahnsinnig werde. Wusstest du, dass man Menschen mit einem schlechten Gewissen viel einfacher erschreckt? Entschuldige, lol. Ich weiß auch nicht, was das war. Aber eine interessante Tatsache, nicht wahr? Ja, ja, du, das ist schon. Oh, habe ich dir etwa aus Versehen deinen Test vermasselt? Hä? Tut mir leid. Shut the fuck up, Nigga. Anderen. Sag mal her, was passiert? Nein, schon wieder vermasselt. Was soll's? Wir haben genug von den Dingern auf Lager. Völlig wertlos. Gut, dass ich sie los bin. Ah. Okay, hier drauf und dann. Ne. So einfach ist das. Dann bin ich auch schon hier oben. Und jetzt. Überlegen wir. Da oben kommt einer raus. Den können. Neun holen könnte ich mir aber, glaube ich, nicht. Ne? Da oben muss ein Würfel rauf. Könnte mich da oben irgendwo reinfallen lassen. Oh. Ich glaube, ich weiß, wie man das machen muss, aber das wird schwer, Alter. Ich muss da unten jetzt ein Portal setzen und im Vorbeifliegen daran muss ich mir irgendwie den Würfel greifen. Also. Boah, ist sogar. Nein! Ja, nein, bleib da oben. Deswegen ist der Würfel schon mal da oben. Das nicht geklappt. Spring! Jetzt komm. Jawohl. Ja. Ja. Und das ist jetzt einfach. Dann würde ich jetzt mal so grob behaupten. Zack. Bock. Ja, das war jetzt relativ easy. Die Testkammer hat einen Emanzipationsgrill am Ausgang.
damit Testsubjekte keine Testobjekte aus dem Testbereich schmuggeln können. Der hier ist kaputt. Nimm bloß nichts mit. Stimmt, hast du recht. Der hier ist kaputt. Hier ist keine Barriere oder so. Schade. Jetzt haben wir es. Jetzt ist doof gelaufen. Naja. We're going to the next level. Ja. Geil, geil. Da habe ich das alles nachher noch rendern. Da habe ich jetzt schon keinen Bock drauf. Nein. Es gibt ja so ein tolles Ding im Sinn. Ja, Warteschlange. Es geht ja. Ist ja nicht so schwer. Ist ja nicht so doof. Der nächste Test beinhaltet Emanzipationsgrills. Weißt du noch? Ich erwähnte sie im letzten Testbereich, in dem es keine gab. Oh nein, schon wieder die Turbinen. Ich muss gehen. Warte. Der nächste Test bedarf einer Erklärung. Hier die schnelle Version. Bitte, falls du Fragen hast, stell dir das, was ich gesagt habe, einfach in Zeitlupe vor. Teste auf eigene Gefahr. Ich bin gleich zurück. Das Double Tape Skills, Alter. LOL. Junge. Wie geil war das denn, Alter? Das ist ja abnormal. Bin ich behindert? Alter, Mann. Mir fällt gerade auf, ich wollte eigentlich im allerersten Part von diesem Portal 2, also ich nehme ja gerade alles am Stück auf. Und ich wollte ja... Alter. Lol. Kann man da was durchstopfen? Nein. Hä?